das Tier draußen dann natürlich nicht gefällt. Wir nehmen uns hier echt viel Vorgarten weg. Was ich voll doof finde. Warum kommst du denn da nicht ran? Müssen wir irgendwie ausschmücken denn am Ende hier. Oder eine Erklärung finden, warum hier so der Weg ausgedient wird. Mal da am besten ran gerade. So. Der Baum steht jetzt natürlich irgendwo da auf dem Stein, aber dürfte ihn ja nie wehtun. Warum könnte das denn so sein? Komm ich da ran? Ja. Wollen mich unten nicht hochbauen. So, sieht doch schon mal ganz lustig aus hier. Warum muss das so sein? Gibt es dafür eine Erklärung? Einfach nur so ein Vorgarten, weil hier könnte man ein paar Liegen hinpacken und so. Das passt schon irgendwie. Hier noch mal ein bisschen abrunden, das sieht dann auch nicht schlecht aus. Sollte man vielleicht noch bis hier vorne hingehen. Machen wir mal. So, wir fangen mal hier an, nicht dass wir da gleich ein Loch fallen. Ach, pack da einfach die Steine nach, das wäre so schön, ey. So. Können wir den jetzt hier noch hinmachen? Ich weiß nicht, stehen wir echt weg? Ja, das passt schon so. Und hier kann man dann eine Mauer ziehen. Hier vielleicht auch. Wie waren denn die Mauerteile? Wie konnte man die bauen? Wie waren denn Mauern? Waren die so? Waren so. Dann bauen wir mal ein paar. Wir können ja mal gucken, ob wir uns das hier schön machen können. So, hier vielleicht eine Tür rein. Damit man auch rauskommt. So. Anders geht's ja fast gar nicht. Und hier vielleicht, dass man da nicht gleich runterfliegt. Ja, kann man schon so lassen irgendwie, ne? Die Schmiede kommt ja noch weg. Vielleicht würde ich aber gerne den Eingang hier haben. Ja, so passt es. Und dann kann man hier wieder flach kloppen. Warte mal, machen wir mal. Und dann kommt man... Achso, hier kann ich natürlich nicht wegen... Naja, geht auch nicht. Gut, wenn das weg ist, dann sieht es sowieso gut, viel besser aus. Da kann man das ein bisschen ausschmücken. Wird das schöner. Tja, dann haben wir das da oben schon mal zu. Das finde ich sehr schön. Hier haben wir ganz viel Erde, die wir mal mitnehmen können. Sieht doch schon echt gut aus hier. Wollen wir mal ein bisschen Licht reinbringen. Für ein Skelett, was in unserem Gesundheitszustand nicht das Beste ist.
Könnte recht tödlich werden. Aber wir müssen unbedingt mal was essen. Damit wir uns wieder ein bisschen hochheilen können. Das hat nur Janisch gebracht. Wir brauchen mehr. Mehr zu essen. Da sind noch Mohren fertig. Können wir das schon mal knabbern. So, läuft doch. Du bist noch nicht fertig, du bist auch nicht fertig. Werden die Sachen hier reif oder muss man die abhauen? Warte mal. Die muss man abhauen, ja? Was kann man denn damit machen? Ist das irgendwie was Technisches? Wird schon wieder dunkel. Ups. So. Hier hatte ich irgendwo das Zeug drin. So, zack, weg. Dann können wir die Erde nochmal schnell wegbringen. So, alles raus, ja. Und hier auch alles weg. Gut. Was haben wir hier jetzt im Eisen? 28, also das verdoppelt. Immer schön, das ist sehr gut. Silberbarren, Zinnbarren, Kupferbarren. Wir haben noch gar kein Aluminium, ne? Wir schmelzen es mal separat, weil ich jetzt nicht weiß, ob sich das mit dem Kupfer verbindet. Uranohr konnte man nicht schmelzen, ne? Blei konnte man aber schmelzen, aber das hat sich irgendwie verbunden. Ich möchte jetzt aber erstmal Aluminium. Schmelzen wir mal durch, dann schmelzen wir die alle separat ein. Die Zeit haben wir ja. Oh, das war gut. Ein ganzer Block, 7 Barren. Dann hat er auch hier wieder was zu tun. So. Und ich möchte unten jetzt einen schönen Boden drin haben. Nicht aus Birkenbrettern. Ich möchte mal den Marble gucken, dass wir da schön rausschüsseln können. Da haben wir natürlich nicht viel da. Ist nicht allzu viel, was wir da haben. Granit und Andesit kann man bestimmt nicht schüsseln, ne? Haben wir noch Diorit. Granit. Hier haben wir noch ein paar Ressourcen. Hier haben wir noch Andesit, damit wir hier auch mal die Kisten ein bisschen sauber kriegen. Und hier haben wir Bruchstein. Gucken wir uns mal an, was wir damit schüsseln können. So, Granit. Oh. Ein schöner Granitboden, das wäre doch auch was Geiles, oder? Ein richtig schöner Granitboden. Der würde mir vielleicht ganz gut gefallen. Gucken wir mal. Frage ist nur, wo kriegen wir ganze Granit her? Na ja, unten ist ja auch ein Bett, dann gehen wir unten schlafen. Irgendwo muss ja hier eine Höhle sein. Wie sieht denn das aus? Nicht wirklich optimal. Du kannst nur nachts schlafen, sag mal, die war doch gerade. Haben wir noch was Schönes? Hier so dieses polierte Zeug. Was könnte denn noch gut aussehen? Das sieht bestimmt zu aufdringlich aus. Mal gucken. Nee, irgendwie nicht schön. Irgendwie nicht schön. So, schüsseln wir mal die ganzen Sachen zurück, damit wir hier wieder vernünftigen Block haben.
Was wir noch mal ausprobieren könnten, wäre der hier, wa? Machen wir mal kurz. Dann schüsseln wir mal die auch. Dann haben wir wenigstens wieder alle gleich. Wie sieht denn das da aus? Ah, das sieht auch. Gut, gucken wir mal, ob wir da was Besseres hinkriegen. Wir schüsseln jetzt mal Bruchstein. Mal sehen, was wir da haben. Den haben wir ja am meisten. Der gefällt mir ganz gut. Können wir aus Diorit machen? Das wäre zu weiß. Das gefällt mir nicht. Und Andesit, was können wir da draus machen? Oh, da können wir auch schöne Steine draus machen. Wie sieht denn der aus? Gibt es ein schönes Muster? Sieht schwierig aus, oder? Mal ein bisschen größer machen, aber. Nee, mir war alles weg. So, wo haben wir den Stein, den wir jetzt haben? Kann ich so wenigstens alle wieder zusammen abreißen, aber finde ich wohl nicht. Da, Mann. Nee, ist nicht so. Finde ich nicht so schön. Aber gut, dass wir es ausprobiert haben. Dann schüsseln wir mal den zurück. Limestone, was können wir daraus machen? Ja, das sieht auch nicht schön aus. Nee, 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 nee. Wollen wir Kies ausschüsseln? Nee, schade. Cobblestone können wir mal zurückschüsseln hier. Den war ja der von vorhin. Das gefällt mir ganz gut irgendwie. Daraus einen ganzen Boden machen. Nee, irgendwie ist der für was anderes gut, ne? Kann man nutzen, aber jetzt nicht hier als Boden. Nicht hier als Boden. So, Schiesel. Oh, der ist auch bald im Arsch. Was kann man denn bei Marmor machen? Wenn nicht, machen wir vielleicht einen schönen Marmorboden.